Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin in Köln bei Megamarsch. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich bin von Chorweiler aus hierher gelaufen. Und ja, jetzt ist es gerade 12 Uhr. Das heißt, ich habe noch eine gute Stunde Zeit. Naja, 45 Minuten. Und da vorne startet gerade die erste Gruppe. Startzeit 12 Uhr halt. Weiß nicht, ob man das sieht. Aber da laufen die ersten. Ja, ich habe jetzt wie gesagt noch ein bisschen Zeit. Suche mir jetzt gleich nochmal eben eine Bank. Wird nochmal schnell was essen. Oder eher gesagt was trinken. Was gegessen habe ich eigentlich gerade. Da laufen sie alle. Und ja, um 12.45 Uhr kann ich dann auch Richtung Start gehen. Also muss ich mich dann noch anmelden und so weiter. Und ja, dann geht's los. Da muss ich dann auch gleich langlaufen. Joa, so, Check-in habe ich überstanden. Hinter mir noch jetzt die ganze Schlange, da bin ich durch. Bei mir steht gerade da unten. Hallo, grüß dich. Alexius. Ja, Sebastian habe ich wohl verpasst irgendwie, den habe ich nur von weitem gesehen. Da irgendwo, ich weiß nicht, wie ich das zeige, oder? Ist gleich der Start. Ist jetzt 48, 13 Uhr starte ich. Ich halte gerade nochmal Ausschau. Nach Illusionen, der wollte eigentlich auch um 13 Uhr starten. Vielleicht treffe ich den gleich noch. Ja. Sonst sehen wir sowieso gleich, wer da so vorne beim Start steht. Ich bin mal gespannt. So, los geht's. Ja, bin ich unterwegs. Kilometer. Sind jetzt in Köln-Mühlheim. Da unten geht es dann weiter gleich. Da hinten, wenn man die Schornsteine sieht, da aus der Richtung sind wir hergekommen. Am Rheinufer. Jetzt geht's rüber und dann an der Seite wieder zurück. Ja. Dann sehen wir uns am Verlegungspunkt wahrscheinlich. Das. So, den ersten Verlegungspunkt haben wir hinter uns. Sind das bei 23 Kilometer ungefähr. Hab mich darauf gar nicht so lange aufgehalten. Nur eben schnell was zu essen und was zu trinken geholt. Und dann gleich weiter. Ja, vom Wetter ist es halt, es hat zwischendurch einmal richtig toll geregnet. Dann auch wieder die Sonne geschienen. Jetzt geht das gerade so. Also sind wir mal gespannt. Jede Wetter-App sagt irgendwie was anderes. Die eine sagt, das soll erst nächste
das nächste Mal um 8 Uhr regnen, morgen früh. Und bei mir steht, dass es die ganze Nacht durchregnen soll und so weiter. Aber wir müssen einfach mal schauen, was da so auf uns zukommt, sag ich mal. Ja, jetzt geht's erstmal weiter Richtung Danau. So, kurz nach dem Video eben hat man vielleicht im Hintergrund schon jemanden laufen sehen. Und zwar ihn, Danny Weiler. Müsst ihr mal gucken bei YouTube, wird mal unter dem Video auch verlinkt. Schaut doch mal rein, lasst da mal ein Abo da. Ehrenmann. Genau, wir sind jetzt noch gar nicht so viel weiter als eben hoch. Ja, ich melde mich einfach gleich nochmal, würde ich sagen. Kilometer 37,5, kurz vorm zweiten Versorgungspunkt. Ja, ein Drittel wäre soweit geschafft. Wir haben das jetzt, was hatten wir? 7:45 oder so? Ja, 7:50 gleich. Die Sonne geht langsam unter jetzt. Ja, mal gucken. Wird dann wahrscheinlich auch etwas kälter gleich. Aber jetzt mal zum Versorgungspunkt, den zeige ich euch gleich mal. Versorgungspunkt 2 ist erreicht. Ja, hinter mir ist ein bisschen zu erkennen, da gibt es Getränke. Und ja, so sieht das hier in etwa aus. Bisschen dunkel. Gerade wahrscheinlich auf der Kamera Obst direkt hinter mir. Hier sind noch mehr Getränke. Krombacher ist da auch am Start. Und ja, ich warte jetzt hier mit was essen. Reibekuchen ist auch noch da vorne. Ja. Ich warte jetzt, also ich werde jetzt was essen, werde meine Vorräte nochmal auffüllen und dann warte ich wahrscheinlich noch auf ein oder zwei Leute, die sind irgendwo kurz hinter mir. Die eine, die haben wir vielleicht schon gesehen eben im Video, ich weiß es nicht genau, die habe ich bei Kilometer 2,5 oder so getroffen und wir sind bis hierhin fast die ganze Zeit alleine zusammengelaufen. Die müsste direkt hinter mir, da sehe ich schon, die kommt schon an. Und der andere Kollege, der müsste auch noch gleich hier ankommen. Den habe ich gerade bei Instagram geschrieben. Und ja, da schauen wir mal, wie es dann gleich weitergeht. Ihr seht mich gerade gar nicht. Das liegt daran, dass ich meine Kopflampe auf habe und das total dunkel ist. Ich bin zurzeit in einer kleinen Vierergruppe unterwegs. Und wir sind jetzt kurz vor 50 Kilometer, wollte ich nur eben Bescheid sagen. Ich muss jetzt gleich meinen Akku wechseln von der Kamera. Und ich denke, ungefähr auf der Brücke sind die 50 Kilometer. Das werde ich aufnehmen. Das ist auch dann ein bisschen heller, glaube ich. Zur Not packe ich meine Videoleuchte aus. Da habe ich auch zwei Stück von mit. Ja, gesundheitlich, sage ich mal, geht es eigentlich noch. Ich habe rechter Fuß. Fängt jetzt an, sich so ein bisschen zu melden. Und das linke Bein, komischerweise am Oberschenkel, da habe ich nie... Wie so ein Muskelkater etwas. Aber mal schauen, vielleicht gibt sich das gleich nochmal wieder.